Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch mein Rezept Penne Honey oder Honignudeln und zwar wie im Café del Sol vorstellen. Eines meiner Lieblingsrezepte, wenn ich mal da bin im Café del Sol. Ich versuche das heute mal nachzumachen. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Für die Honeypenne brauchen wir natürlich Penne, die habe ich hier schon mal rausgestellt. Ihr könnt auch andere Nudeln nehmen, aber im Original, also zumindest im Café del Sol, kriegt man üblicherweise Penne, deswegen aber Honeypenne, die habe ich jetzt hier auch genommen. Wir brauchen natürlich dafür Hühnchen. Ich habe jetzt hier drei Hühnerbrustinnenfilets genommen, die wir gleich noch klein schneiden werden. Dann brauchen wir eine Zwiebel, hier eine Gemüsezwiebel. Sollte reichen, die wir auch noch gleich klein machen werden. Ja, die Soße, das ist ja das große Geheimnis, so richtig Rezepte original findet man nicht. Schauen wir mal, ob ich es heute treffe. Und zwar mache ich heute die Soße aus der Sahne, die ihr hier seht. Dann kommt natürlich Honig rein. Ich finde es im Original immer ein bisschen sehr süß. Also mal gucken, wie ich es heute hinkriege. Ist nicht ganz so viel. Und dann kommt Senf dazu. Hier mittelscharfer Senf. Genau, Mengen wie immer in der Infobox. Das ist im Wesentlichen hier Bestandteil für die Soße. Und hier habe ich jetzt mal sozusagen als Platzhalter hingestellt ein bisschen Nudelwasser. Wir werden gleich von dem Kochwasser, von den Nudeln ein bisschen was aufheben. Denn ihr wisst, im Nudelwasser ist extrem viel Stärke. Und deswegen könnt ihr mit dem Nudelwasser auch prima die Soßen binden. Ja, zum Anbraten brauchen wir ein bisschen Erdnussöl hier. Das passt sehr gut. Das ist so ein bisschen nussig. Vom Geschmack her harmoniert das wunderbar. Pfeffer, Salz zum Würzen. Mehr brauchen wir gar nicht. Und hinterher zum Garnieren brauchen wir ein bisschen Rucola, den ich so ein ganz klein bisschen noch klein reißen werde. Mehr machen wir gar nicht damit. Ja, und dann kann ich auch schon loslegen und koche zuerst mal meine Nudeln vor. So, und wer jetzt keine Lust hat zu schneiden oder es halt auch nicht kann und da habe ich keinen Bock drauf, das ist mir zu nervig, so kleine Stücken zu schneiden, der kann hier zum Beispiel so eine Schneidehilfe gerne nehmen hier. Das ist der Nicer Dicer Precision, den habe ich schon mal vorgestellt und der ist wirklich praktisch für so ganz, ganz kleine Teile. Da muss man sich nicht so anstrengen. Ne, ihr seht, hier sind wirklich ganz, ganz kleine Würfel und das geht wirklich gut. Man muss ein bisschen vorbereiten, das ist aber alles. So, das war es auch schon. Ja, und ihr seht, haben wir hier wirklich sehr schöne kleine Stücke. Ne? Ja, da muss man nicht rumquälen, wer das nicht mag. Und ich nehme jetzt hier ein bisschen Erdnussöl. Nicht so viel, sollte reichen. Kann man noch nachlegen sonst. Und dann brate ich erst das Fleisch ein bisschen an und dann gebe ich auch gleich die Zwiebeln dazu. Das sollte funktionieren. Und gebe das zuerst in die Pfanne. Ah, der wird jetzt auch heiß genug hier. Und dann braten wir das Hühnchen jetzt mal an. Dann kommt der nächste Schritt. So, das reicht mir auch schon. Ich muss ihn nicht kross haben, ich will ja auch nicht tot braten. Und jetzt gebe ich meine Zwiebeln dazu. Und die brate ich jetzt so lange mit dem Fleisch an, bis die Zwiebeln glasig geworden sind. Und ihr seht, das Fleisch fängt jetzt langsam an zu bräunen. Auch die Zwiebeln werden so langsam dunkel, das reicht mir. Ich möchte das Fleisch auch nicht zu Tode braten. Dann stelle ich jetzt mal ein bisschen runter. Und dann können wir erstmal die anderen Zutaten hinzugeben und gucken, ob die Konsistenz passt. Ich gebe mal zunächst die Sahne dazu.
und den Senf. Und den Honig. Ruhig ein bisschen runterstellen. Das soll sich jetzt verbinden, aber auch nicht sofort die Flüssigkeit verlieren. So. Riechen tut es schon mal gut. So, und jetzt probiere ich erstmal nur die Kombination Senf und Honig. Wow, sehr schön. Gut, da muss jetzt natürlich Salz ran. Das mache ich jetzt vorher, bevor ich gleich die Nudeln zumische. Ordentlich, denn es ist ja sonst noch kein Salz drin, wir haben auch keine Brühe dran und natürlich Pfeffer. Und Pfeffer muss ordentlich ran. Denn das ist ja quasi das einzige Gewürz, wenn wir mal den Senf rausnehmen, was jetzt drin ist. Also die Mischung verträgt schon gut Pfeffer. Ich gebe jetzt mal ein bisschen was von meinem Nudelwasser dazu. Nicht viel, denn sonst ist es wahrscheinlich zu wenig Flüssigkeit. Und das müsst ihr jetzt so ein bisschen nach Auge machen. Und ich stelle wieder hoch, dass wir ein bisschen das Ganze jetzt auch ankochen. Das soll er weiter eindicken. So, jetzt kommen die Nudeln dazu. Die hatte ich ja schon zwischendurch gekocht. Und die gebe ich jetzt mit in den Topf und dann mischen wir die. Und das macht nichts, wenn die Nudeln jetzt noch so ein bisschen klebrig sind. Das ist gar nicht schlimm. Denn die mischen wir jetzt mit der Soße. Und dann werden die sich auch wieder lösen. Jetzt müssen wir den Nudeln ein bisschen Zeit geben, um den Geschmack aufzunehmen. Und jetzt mache ich aus. Und lasse das Ganze jetzt mal durchziehen. Ein paar Minuten noch, damit das Aroma sich jetzt richtig verteilen kann von dem Senf und von dem Honig und den Gewürzen. Und dann schauen wir mal, ob es geklappt hat. Ja, schauen wir mal, ob es geklappt hat. Ja, und jetzt gucken wir mal hier, wie so die Konsistenz ist. Und ihr seht, die ist schon ganz gut. Ich habe aber, das muss ich sagen, zwischendurch jetzt noch mal ein bisschen Sahne nachgekippt. Habe ich im Rezept schon korrigiert. Und auch das komplette Nudelwasser verwendet. Ne, ihr seht jetzt hier, jetzt haben wir auch hier die richtige Konsistenz. War ein bisschen wenig Soße vorher. Habe ich im Rezept schon angepasst. Habe nochmal ordentlich gepfeffert. Nochmal nachgelegt. Und jetzt garniere ich nur noch mit so ein bisschen Rucola. Macht nicht zu viel. Ich habe beim Testen schon gesehen, wenn man da zu viel macht, dann dominiert der Rucola zu sehr das Gericht. Also wirklich nicht viel. Vielleicht auch vorher ein bisschen klein hacken, wenn man nicht zupfen will. Aber das ist eigentlich auch schon alles, was ich jetzt hier machen würde. Und das war es dann auch schon. Ja, meine Honeypenne hier, die Honig. Nudeln wie Café del Sol. Wollen wir mal probieren jetzt, nachdem ich so ein bisschen noch nachgearbeitet habe. Ganz wundervoll. Ihr seht hier, Soße genug. Na, Soße kann man nie genug haben, aber Soße genug. Schön glänzend. Die Süße hält sich in Grenzen. Für mich im Café del Sol etwas zu viel. Hier finde ich genau richtig. Mehr Honig brauche ich nicht. Der Senf verschwindet. Man merkt ihn überhaupt nicht mehr, obwohl es 100 Gramm waren. Das war schon ganz ordentlich, hatte ein bisschen Angst, dass das zu viel wird, ist es aber nicht. Richtig toll, die Kombination. Pfeffer, müsst ihr selber ausprobieren, was euch so schmeckt. Ein bisschen nachsalzen, das war es aber auch schon. Ansonsten, tolles Rezept. Honeypenne hier, wie im Café del Sol, hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Ja, und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell. Mmh.